Kapitel 6 Schicksal in Flammen und Elend. Tief in den verderbten Wäldern von Feelwood brütet Illidan darüber, was er als nächstes tun soll. Nach 10.000 Jahren bin ich frei und mein Bruder hält mich immer noch für einen Bösewicht. Ich werde ihm zeigen, was in mir steckt. Ich beweise ihm, dass die Dämonen keine Macht über mich haben. Seid ihr da ganz sicher, Dämonenjäger? Seid ihr sicher, dass euer Wille euer eigener ist? Ihr stinkt nach Tod, Mensch. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Dann kommt. Ihr werdet sehen, wir sind einander ebenbürtig. Darauf entbrannte eine Schlange, die 3 Tage und 3 Nächte dauerte. Auf diese Weise könnten wir ewig weiterkämpfen. Was wollt ihr wirklich? Der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten befehligt, wird Tichondrius genannt. Er besitzt ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt, den Schädel des Gul'dan. Das ist für die Verderbnis in diesem Wald verantwortlich. Und ihr möchtet, dass ich es stehle. Warum? Sagen wir einfach, ich hege keine Sympathie für Tichondrius. Und der Herr, dem ich diene, wäre der Nutznießer des Untergangs der Legion. Warum sollte ich ein Wort von alledem glauben, kleiner Mensch? Mein Meister sieht alles, Dämonenjäger. Er weiß, dass ihr euer ganzes Leben lang nach Macht gestrebt habt. Nun ist sie euch zum Greifen nahe. Packt sie! Und um eure Feinde ist es geschehen! Hier, und wie es ganz so scheint, ist, naja, sagen wir einfach mal, der Lichtkönig-Nersul wohl, ja, sagen wir einfach mal, seiner Meister überdrüssig und hat den lieben Arthas geschickt, uns, ja, mal so ein paar Tipps zu geben, wie es denn weitergehen könnte. Wir beginnen natürlich zuallererst mal mit unserem, ja, Ausbau unseres schönen und heiligen, ja, Pflicht, wie immer. Und diese Pflicht besteht darin, alles Mögliche auszubilden. Oh Gott. Heute habe ich mal wieder die Versprecher des Todes auf Doom. Sobdeten-Ausbildung. Das müssen wir natürlich mitnehmen, denn wir brauchen die Meisterausbildung, die im Endeffekt dafür zuständig ist, dass wir mit diesen Brüdern. Ich bin wach. Genau, mit denen hier. In die Bärenform wechseln können. Bis dahin, ja, werden wir einfach mal so mit Illidan ein bisschen zeigen. Wagt es, mich anzusprechen? Ja, ich wage es, Illidan. Was es denn hier überhaupt so gibt und ist das alles? Wir machen mal wieder was Lustiges, denn ich weiß, dass mit Illidan einfach, glaub mir, Illidan hat die perfekten und besten, ja, Sprüche überhaupt drauf. Sind Dämonen in der Nähe? Forschung abgeschlossen. Ihr wagt es, erstmal diesen Penner töten. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir. Kein Wort mehr. Ja, ist gut. Wind, nicht taub. Zeigt den Weg. So ein Mana-Brunnen ist doch ganz schön gut, ne? Auf euer Zeichen. Man überlegt mal, wie lange die jetzt schon auf diese arme Elfe einballern. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ja, Illidan ist gut. Ich bin blind, nicht taub. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich werde ungeduldig. Meine Seele dürstet nach Rache. Ich war 10.000 Jahre lang allein. Ach, okay, machen wir das in einem anderen Moment, denn wie ihr seht, drücken die Saaten unaufhörbar nach vorne. Diese blöden Dinge. Da will man einmal lustige ihr Sachen machen. Wagt es, mich anzusprechen. Machen wir erstmal weiter. Bauen wir erstmal unsere, naja, sagen wir erstmal alles upgraded, alles weiter ausgebaut und dann können wir so langsam weitermachen. So, und was brauchen wir denn dafür noch? Ein Altar der Alten. Das heißt, eine unserer Irrwische wird sich natürlich jetzt erstmal darum kümmern, einen weiteren Mana-Brunnen zu bauen. Den brauchen wir dringend. Natürlich ein Altar der Alten zu bauen. Er hier wird in ein Urtum des Wissens umgewandelt, denn das haben wir als einziges nicht. Genau.
Ja, und er kümmert sich mal kurz darum, dass wir noch... Jetzt kommen sie von da drüben auch noch. Ach nee, das sind Spinnen. Super. Geil. Komm, greifen uns an. Geh. Ich werde ungeduldig. Aber wie weit sie getriggert wurden. Aber von wo sie getriggert wurden, ist klar, hey. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und du baust einen Mondpunkt. Eins? Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, ja, lass ihn mal ein bisschen weiter. Schon abgeschlossen. Nicht taub. So, jetzt mal zurücklaufen zum nächsten Kaum Mondpunkt. Kaum eine Herausforderung. Und alle mal ein Schlückchen von dem guten Wasser trinken, bitte. Das Böse rückt näher. So, und ihr könnt euch ja gegenseitig ein bisschen hochheilen. Die haben den allseits beliebten Spell Verjüngung. Naja, hat eigentlich nur den Hintergrund, dass sie das ist ein Hot, also ein Heal over Time. Und ja, dem werden wir uns ein bisschen hingeben. Jetzt werden wir auch mal hier weiter ausbilden. Ich werde ungeduldig. Und dann werden wir so langsam aber sicher darauf anlegen. Hallo, da ist eins fertig. Achso, okay, kannst wieder in den Wäldchen zurück. Alles gut. Sind wo kam denn bitte jetzt diese große Spinne her? Ist warum ist sie denn von der... Alter, Brutmutter. Kaum eine okay, wir warten noch. Ja, wir warten ab. Das nennt man mehr Gebäude ist fertig. Die Rache ist mein. Ist das alles? Ach. Eine kleine Spinne. Weil die sagt mal, jetzt brauchen wir uns noch nicht um die kümmern. Ich weiß auch gar nicht, warum die von so weit weg getriggert wurde. Was sollte denn der Müll? So, Clown-Druiden ausbilden sind natürlich sehr wichtige Typen. Bauen wir eine Triade und noch einen Krallen-Druiden aus. In der Zeit können die weiterhin schön ihr Gold abbauen. Und dann werden wir anfangen und uns auch so ein bisschen zutauern. Ganz leicht natürlich nur. Also nach unten ein bisschen leer. Ja, was haben wir denn gerade gesehen? Also, wie wir bemerkt haben, hat Illidan, beziehungsweise der Meister von Illidan, vielleicht nicht mehr allzu viel Lust auf seine Herren der Legion und hat sich so seinen eigenen Plan herausgestellt, wie es dann weitergeht. Euer Gebäude wir ist fertig. Treffen hier auf das, also wir haben hier von die dem... weite, weite Welt. Ah, okay, du bist das. Ich von dem Hexenmeister-Artefakt, dem Schädel des Gul'dan gehört. Gul'dan war natürlich der erste Hexenmeister, beziehungsweise der stärkste Hexenmeister der Orks. Nachdem er hier gefallen ist, auf diese Welt, ist sein Schädel übrig geblieben. Und meistens ist es so, dass in den Knochen, beziehungsweise dem ein oder anderen Artefakt... Forschung abgeschlossen. Naja, der früheren Zeit, sagen wir es einfach mal so, stecken meistens irgendwie so noch die Energie. Der Schläfer ist erwacht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in Gul'dans Schädel eben viel, viel seine Energien steckt. Und ja, diesen Energien werden wir uns natürlich jetzt widmen, indem wir sie als Illidan aufnehmen, denn... Bei den großen Winden, ich komme. Euer Gebäude ist fertig. Euer Befehl? Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Ja, wir haben ja mitbekommen, dass... also was heißt, wir haben mitbekommen, ich habe es ja erzählt in der letzten Folge, dass Illidan durchaus fähig ist, Magie aus anderen zu absorbieren. Und das eben nicht nur aus lebenden Dingen, sondern auch aus toten Dingen. Sprich, dieses Artefakt würde ihm praktisch die Macht verleihen, die er bräuchte, um letzten Endes sich, ja, den Dämonen entgegenzustellen. Wie und ob das funktioniert, werden wir natürlich live und in Farbe in dieser Folge erfahren, beziehungsweise vielleicht in der nächsten. Denn, wie man sieht, ist die Hauptquest den Schädel besorgen und danach wahrscheinlich die Chondrios töten. Also ich vermute es einfach mal. Ob es so ist, ja, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. So, bevor die aber nicht in die Bärenform kommen, guck und... Ja, genau. Er kann sich jetzt praktisch in die Sturmkralle verwandeln. Forschung abgeschlossen. Kann er in der Form angreifen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er in der Form angreifen kann, aber auf jeden Fall kann man sie gut als Speer benutzen. Und ja, inwiefern es also nötig ist, dass er zur Krähe wird, ist dann hingestellt. Und ihr kennt mich natürlich. Erstmal upgraden. Alles upgraden, was wir upgraden können. So, wir haben nicht allzu viele Irrwische in den Bäumen. Das heißt, darüber müssen wir uns auch gleich Sorgen machen, wenn der Baum der Ewigkeit fertig ist. Ihr da wird nämlich Untoter. Okay, sind aber, wenn das genau nicht normale Untote, nichts allzu wichtiges oder nichts allzu schweres, sagen wir einfach mal so.
Und der Dämonenjäger hat natürlich hier die Fähigkeit Feuer dran. Ist eine ziemlich fiese Fähigkeit, wenn man es mal genau nimmt. Er nimmt die Energien, also eigentlich Mana. Er nimmt sein eigenes Mana und beginnt es in einer Feuerwolke um sich herum zu verbrennen und natürlich alles, was um ihn herum ist, mit zu verbrennen. Finde ich, ist eigentlich ganz schön fies und gemein, aber der Dämonenjäger macht sowas gerne. Ist das so, und weiterhin sifft mal jeder, der kann aus dem Dämonenbrunnen, aus dem Mondbrunnen, nicht der Dämonenbrunnen. Verdammte Scheiße. So, was wird denn diese Ausbildung kosten? Okay, wir haben ihn also fertig. Das heißt, hier werden wir das als nächstes bauen. Wir nehmen nochmal drei von denen mit. Hier sehen wir Naturverbundener der Verroschen. Baut das Bewährungs-, Tempo und Rüstung aller Urtume aus. Ja, nehmen wir an dieser Stelle einfach mal mit. Denn wir wissen ja, dass wir vielleicht hin und wieder mal einen von diesen Leuten auswurzeln müssen, irgendwo anders hin verlegen müssen. Und deswegen nutzen wir wach. Das einfach. Ja, ich bin wach. Ich weiß natürlich, dass du wach bist, mein Freund. So, dann warten wir jetzt. Forschung abgeschlossen. Gut, Forschung abgeschlossen. Das passt natürlich wie Faust aufs Auge. So, wann sind wir denn hier soweit? Gleich müssten wir die 100 haben. Schön, nehmen wir mit. Was kostet denn ein weiterer? Aha, okay, Urtumbeschützer. Die werden wir ja auch früher oder später nochmal ausbauen. Wir brauchen nämlich auch so ein bisschen jedenfalls eine Sicherung in unserem Lager. Und naja, wenn die vollkommen abgegradet sind, sind die auch nicht mehr so nutzlos wie in den letzten Folgen. So, erstmal die Mondkläfe. So, und sobald diese Forschung, jawohl, und das zeige ich euch jetzt. Meine Kraft er hier gehört und euch. Er hier verwandelt sich zum Bären. In Bärenform sehen wir, diese Brüder machen 30 bis 50 Schaden und hier machen sie 21 bis 30 und sie haben eine verbesserte Panzerung. Ich bin blind. Das heißt, sozusagen hat man praktisch mit diesen Krallendruiden, wenn man es denn so auf diese Art und Weise macht, plötzlich verbesserte Tanks. Ist natürlich auch eine ganz feine Sache, denn wie man weiß, in jedem RPG, überall wo es geht, braucht man Tanks. Und wir machen es jetzt mal so. So, und jetzt sind alle im Agro-Modus. Und jetzt können wir den einen oder anderen heilen nebenbei. Also ich sage auch mal heilen. Und dann sind diese Kämpfer auch überhaupt kein Problem. Dann schnetzen wir diese Spinnen weg wie nichts. So, jetzt machen wir mal diese ganzen blöden Eier kaputt. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, unsere Krieger greifen den Feind an, ist okay. So. Bitte stellt uns nochmal zwei von denen. Ihr wagt es. Okay, er muss doch nochmal, wir müssen doch nochmal zurück vorher. Beziehungsweise Illidan nicht. Denn Illidan kümmert sich mal um die Eier in der Zeit. So, und wir bauen natürlich weitere O-Türme-Beschützer, sobald wir hier durch sind. Denn, das Problem bei denen ist, die können natürlich nur angreifen. Also diese Einheiten können sie gar nicht angreifen. Dafür müsste ich sie auswürzen. Ja, und dann könnten sie noch genügend Schaden machen. Ihr wisst ja, wie sowas ist. Wo soll ich zuschlagen? Okay, und sie haben sogar geschafft, die verdammt. Ja. Ja, okay. Das ist natürlich was, was ich jetzt nicht wirklich wollte. Subi. Danke. Wo macht's einfach alle. Forschung abgeschlossen. So, und der Rest von euch geht bitte wieder in die Wälder. Keine Ahnung, warum die jetzt mitgetriggert wurden, aber passiert. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Oh ja, Illidan, ist ja gut. Ich merke schon, du bist ziemlich pissig, mein Freund, heute. Meisterausbildung, das machen wir natürlich gleich als nächstes. Zwischendurch schauen wir mal, ob wir vielleicht doch nicht... Ah, okay, wir müssen erstmal das Weite upgraden. Wie viel kosten? Ja, komm, bauen wir einfach mal ein paar Bogenschützen. Ich meine, die können ja auch nicht fehlschlagen. Also, können ja auch nicht falsch sein. Kann ja auch nicht fehlschlagen. Wäre ja auch blöd, wenn du eine ausbildest. Und plötzlich kommt so nach 10 Sekunden Ausbildungszeit. Nein, nein, die eine ist viel zu dumm. Das funktioniert nicht. Die Dame kann das nicht. Die Rache ist mein. Elfenstiefel. Guck mal, deswegen ist es immer wichtig, diese verdammten Eier mit Leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Ich meine, es gibt immerhin auch dumme Spinnen, die zum Beispiel einfach Elfenstiefel kaum einspinnen. Kaum eine Herausforderung. Kriege ich das bitte auch noch hin? Das Böse. Okay, gut, das eine Ei können wir scheinbar nicht zerstören. Wir gehen mit ihm nochmal ein bisschen durch die Wälder, erkunden einfach mal. Jo, danke schön. Das Böse rückt näher. Schlammlinge.
Dann würde ich sagen, machen wir die nochmal schnell. Unser heiliger Heuergebäude ist fertig. Jo. Unser heiliger Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Ich bin bereit. Ich warte auf euch. Ach, da sind die hin. Ich wollte schon sagen, wo sind denn die Leute bitte hin? Also die, nicht die Leute, sondern die Bären, aber wo sind die denn hingekommen? So. Ich werde ungeduldig. Und das muss man bei ihm auch immer wieder ausschalten, ansonsten verbrennt einfach der Mana. So, und der Dämonenjäger ist im Allgemeinen unter den, sagen wir einfach mal unter den Nachtelfen, eine der stärkeren Einheiten der Helden. Denn er hat ziemlich hohen kritischen Trefferwert und ist sehr gut im Ausweichen, was natürlich alles im Endeffekt Fähigkeiten sind, die gerade in dieser Konstellation ziemlich viel sind. Gemeinsam, er kann ausweichen, wie ihr seht, vielleicht 30%. Nicht, also hat nicht nur normales Ausweichen, sondern erhöhtes Ausweichen. Ganz mies. Und hat sogar noch mehr kritische Treffer und schlägt sogar relativ schnell zu. Ihr seht, Tempo ist da. Okay, gegen den Boss können wir trotzdem nichts ausrichten. Ich will natürlich eigentlich nochmal hier so langsam anfangen. So. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Mit dem blöden Brunnen von denen, die den Jordan ballern. Machen wir erstmal die Meisterausbildung hier noch. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Das können wir mal kurz halten. Wir müssen hier also mit unseren kompletten Einheiten zurückkehren. Auf euer Zeichen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, ja, unsere Krieger greifen den Feind an. Ist gut, Illidan, bitte hör auf. Halte deinen Zorn in Zaun. So, hochentwickelt und nicht hochentwickelt. Noch nicht genug Gold. Okay, passiert. Passiert. Müsste aber auch gleich soweit sein. So, nachdem wir das dann gemacht haben, sollten unsere Einheiten auch insofern so weit ausgebildet sein, dass wir ja eine gewaltigen Übermacht gleichen, die natürlich über diese Wälder herfällt. Jetzt haben wir genügend von denen gebaut, das heißt, können wir uns dann so ein bisschen auf die Druiden, auf die Trojanen und natürlich auf die Gelefenwerfer vorbereiten. Jo, ich weiß. Ist das alles? Ich werde ungeduldig. Kann er eigentlich auch aus dem Boden bringen, ne? Das wäre ja auch ein bisschen OP. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich habe nicht nachgedacht, ob der vielleicht auch aus dem Boden bringen könnte. Forschung abgeschlossen. So, einer von euch können wir bitte zum Reparieren davor. Dankeschön. So, Krallen. Also, das sind Klaue. Finde ich eh ein bisschen blöd, weil Klauen sind ja normalerweise das, was die normalen Leute haben. Das sind die Krallen-Druiden. Eine Kralle ist für mich eigentlich fast eher das, was ein Vogel hat, und eine Klaue ist eher das, was, naja, ich weiß nicht. Vielleicht kennt sich ja einer von meinen Abonnenten besser mit Tieren aus. Bei den großen Winden, ich komme. Euer Befehl? Ja, bei den großen Winden, ich komme. Das sage ich auch immer. So, in der Zeit können wir jetzt wieder mal ungeduldig. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich bin dein Herr und Meister. Sind Dämonen in der Nähe? Nein. Ich war in der Finsternis eingekerkert. Meine Seele dürstet nach Rache. Ich war 10.000 Jahre lang allein. Achso, nee, ist was anderes. Mein Bruder wird seinen Verrat teuer bezahlen. Okay. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich werde ungeduldig. Okay, scheinbar hat er hier noch... Ich bin blind. Okay, scheinbar hat er hier noch gar nicht so seine coolen Sprüche. Denn zu The Frozen Throne sagt er auf jeden Fall ein paar andere Dinge, die tausendmal besser sind als das, was er gerade eben erzählt hat. Ja, Frozen Throne werde ich euch natürlich auch früher oder später zeigen, aber wenn also diese Sachen, die ihr da sagt, die sind schon brutal lustig. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben, kann ich euch dann hier bei Zeit irgendwann mal zeigen. So, die Sache ist, jetzt sollten wir vielleicht sogar noch Urtums das Beschützers bauen oder nicht? Nehmen wir erstmal ein paar Ballisten mit, weil wie wir sehen, haben wir eine Menge Bogenschützen. Was ist der Ruf der Natur? Von ihnen würde ich auch gerne noch ein, zwei mitnehmen. Von denen haben wir zwei Stück. Mehr brauchen wir eigentlich nicht wirklich.